dürfen gerne hier probieren. Bratwurst im Speckmantel mit Trockenpflaume innen drin. Ja? Ganz tolle Geschichte. Sie machen aus einer einzelnen normalen Bratwurst eine Gourmetwurst. Hier wunderbar zu erkennen, die Pflaume innen drin umwickelt mit Bauchspeck und dann das Ganze auf dem Grill. Wenn Sie natürlich sagen, Sie mögen es exotisch, dann nehmen Sie ein Stück Mango oder ein bisschen schön kandierten Ingwer. Passt natürlich geschmacklich wunderbar dazu. Ein bisschen Dijon-Senf mit rein. Ja, schönes Arbeiten. Und Sie haben ruckzuck was ganz Leckeres gezaubert zu Hause durch eine ganz einfache Arbeitsweise. Hier habe ich einfach einen größeren Rauminhalt und eine andere Form. Von der Arbeitstechnik her ist es das gleiche, der Q300. Der hat natürlich ein anderes Design, aber ist genauso möglich, direkt und indirekt zu grillen mit den beiden. Hier oben prinzipiell immer offen lassen. Ihre Luftzufuhr regeln Sie nur hier anhand des Schiebers. Mhm. Ja? So, es sei denn, Sie möchten fertig machen mit Grillen, kein Grillhut mehr drauf oder es fängt mit einmal an zu regnen, dann machen Sie hier zu, machen unten zu. Brauchen sich nicht kümmern. Der Grill geht automatisch allein aus. Und spätestens jetzt danach erkennen Sie den Unterschied der Holzkohle und der Briketts. Warum kostet die etwas mehr wie billige? Erstens hält sie länger. Zweitens, wenn ich Briketts drin habe und ich habe sie ausgemacht, kann ich die wiederum erneut in meinem Anzündkamin anzünden. Das wissen viele nämlich auch nicht. Ja? So, und das ist eben der Vorteil. Und da geht dann das Sparen los. Ja, gut. Schauen wir mal, was unser Lachs macht. Oh, ich denke, wir dürfen jetzt mal alle mal einen schönen Lachs probieren. Ne? Schön Orangenlachs mit Dijon-Senf. Einfach ein Lachsfilet nehmen. Dijon-Senf, französischen Senf. Fisch- und Gemüsekorb ist. Ich kann den direkt hier liegen lassen. Mein Filet wird nicht zerdrückt, wie bei anderen. Einfach in den Fisch- und Gemüsekorb reingelegt, das Filet. Und ich kann dann wunderbar mit einem Pfannenwender in den Fisch reinfahren, zwischen Filet und Haut trennen das Ganze. Ne? So, wie gesagt, wer möchte, wem es zu unsalzig ist, der darf gerne nachwürzen. Bitte kommen Sie einfach hier vor, probieren Sie, wer möchte. Vorsicht, es ist heiß. Ne? So.